Der wichtigste Ratschlag ist einmal zuerst einmal die Grundschulen fertig machen. Dann glaube ich, das Wichtigste ist, einen Beruf erlernen. Weil Schulgehen oder was kann man hinter einem Beruf noch immer. Und dann einfach schauen mit ein bisschen ins Leben und dann geht das. Also auf meiner Visitenkarte steht Hans-Peter Jauernecker und mein Job ist Obermonteur. Ja, das Coolste an dem Job ist, ich habe mit meinen Dings als kleiner Schlosser angefangen, habe Schlosser gelernt und das war eine Firma mit 20 Leuten. Die ist dann 2003 von der Strabag übernommen worden. Und natürlich, je größer die Firma und desto größer sind die Baustellen worden. Und inzwischen bauen wir halt ein Projekt, das größte Gebäude von Österreich. Und das ist halt schon eine Herausforderung und das ist immer was Neues. Also wir bauen fast kein Gebäude das zweite Mal. Ja, auf jeden Fall gibt es so Momente, also allein so bei Eröffnungen, dann wird ein Video gedreht oder später wird das runtergespült mit den Fassaden, Quadratmeter und so. Und da sieht man schon hinterher, was man da eigentlich geleistet hat und da ist man dann schon stolz drauf. Ja, die größte Einschränkung ist natürlich, dadurch, dass ich ein Monteur bin, so wie alle, was wir da mit sind, bin ich die ganze Woche nicht zu Hause. Also ich bin nur Wochenende zu Hause, Freitag, Samstag, Sonntag, also wenn kurz ist. Und dadurch, dass ich Landwirtschaft nebenerwerbstätig bin, habe ich halt dort noch ein bisschen meine Kleinigkeiten zum Erledigen. Und natürlich die Familie und die Kinder sind ein bisschen hinten dran, weil ich doch wenig Zeit habe. Ja, die Landwirtschaft ist so, dass die eigentlich, sage ich mal, zu 90% die Frau betreibt. Ich habe so einen Mutterkuhbetrieb, ganz einen kleinen, den habe ich vom Vater geerbt. Und die macht das und ich mache halt nebenher die Heubringungsarbeiten und das mache ich halt am Wochenende, die Erntearbeiten und das. Aber das geht schon. Also der Strabag ist der größte Baukonzern von Österreich. Und mein Job in den Unternehmen ist in der Fassadenabteilung, eben als Obermonteur praktisch die Aufsicht der Montage tätig zu sein und auf die ganzen Monteure Einteilungen und so. Das ist mein Job. Ja, die Hauptaufgabe in meinem Bereich ist einmal die Einteilung des ganzen Montagepersonals, da auf der Baustelle, dass eben die Arbeiten, was in einer Woche anliegen, termingerecht ausgeführt werden, dann eben den Personalstand mit unserem Werkstättenleiter festlegen, also ein bisschen plus minus, dass alles passt, dann schauen auf termingerechte Abwicklungen. Und wo es eben Probleme gibt durch Vorgewerke, andere Firmen, dass ich eben früh genug dem Bauleiter Bescheid gibt mit Fotos, wo wir behindert sind, wo wir nicht kennen. Und die zweite Aufgabe ist eben nachher praktisch der Schriftverkehr, die Bautagesberichte täglich zu schreiben, dann die Konzeitstundenerfassung von den ganzen Monteuren zu machen und noch Fotodokumentationen und ein bisschen an Schriftverkehr. Auf der Baustelle selber bin ich eigentlich als Obermonteur der Chef. Der Bauleiter ist ja nur ein, zweimal die Woche da, der ist eigentlich mein direkter Vorgesetzter. Bau- und Projektleiter sind die Vorgesetzten und ich bin eigentlich für alles verantwortlich. Also ich bin auf der Baustelle eigentlich mein eigener Chef. Ja, das Hin- und Herlaufen und das Telefonieren ist eigentlich der meiste Job. Natürlich auch durchschauen, ob alles richtig gemacht wird, dass keine Fehler passieren, dass die Qualität stimmt und natürlich auch das ganze Personal einteilen. Also Montag ist überhaupt immer der stressigste Tag, wenn wir kommen, bis einmal alles läuft. Dass einmal 25 bis 40 Leute, so wie es jetzt da abwickelt, dass man die einmal alle, jeden auf seinen Platz hat, Material dazu passt und wenn halt was fällt, kommen sie zu mir. Dann muss man sich natürlich nach dem Wetter Wind richten. Also wenn zu viel der Wind geht, einen Fassadenbau können wir nicht hängen. Dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die LKWs stoppen, weil wir ja nicht so viele Lagerplätze zur Verfügung haben, dass wir das alles bewerkstelligen können. Also wir kommen so ca. 6:30 auf die Baustelle und dann natürlich ab 7 Uhr soll alles laufen und dann tue ich halt schon vorbereiten und schauen, dass ich dann die ganzen Pläne, Details beieinander habe für die Leute, wenn die dann rauskommen. Dass eben alles beginnt und läuft und dann am Vortag eben schon kontrollieren, ob das Material da ist, was sie dazu brauchen. Weil ansonsten haben wir wieder Zeiten und Zeitverluste. Dadurch tue ich dazwischen natürlich auch so fehlende Schrauben organisieren, im Windgeschwind irgendwo abholen. Und das Telefon ist natürlich ein Faktor, der was heutzutage ziemlich viel in Anspruch nimmt am Tag. Die Schreibarbeiten, sage ich mal, die sind nachher nach 17 Uhr, weil da geht es ein bisschen ruhiger, aber Bautagesberichte schreiben, dann Regieberichte werden angefallen. Und eben die Stunden schreiben, aber da muss ich mir einmal 3-4 Stunden intensiv dazu setzen, dass ich das schaffe dann für 40 Leute das alles eintippen ins Konzeitprogramm von der Strabag. Ja, also ich bin geboren in St. Zwarta bei Friesach drin in Kärnten. Ich bin dann auch dort 4 Jahre zur Volksschule gegangen, dann Hauptschule in Friesach und danach habe ich eine 2-jährige Landwirtschaftsschule gleich daneben in Treibach-Althofen absolviert, um eben meine Landwirtschaftstätigkeit ein bisschen zum Ausüben. Danach habe ich dann Schlosser gelernt bei der Firma Bargitz in Friesach, 3,5 Jahre. Dann bin ich 8 Monate zum Bundesheer gekommen, auf Villach. Und danach als praktisch als Vorarbeiter wieder zur Firma Bargitz zurückgegangen.
und mit ein paar Kurse und so eigentlich immer weiterentwickelt. Die Baustellen sind immer größer geworden und 2003 hat uns dann der Strabag-Konzern übernommen. Und bei der Strabag bin ich eigentlich seitdem die gleiche Tätigkeit, nur nennt sich es dort jetzt, statt so wie Polier sind wir halt die Obermonteure und wieder die Vorarbeiter und die Verantwortlichen auf der Baustelle. Also ich bin 26 Jahre im selben Job. Das würde sicher gehen. Wichtig ist der Einsatz. Und ich sage mal, bei mir haben Obermonteure dabei, die sind nicht gelernte Schlosser, die sind aus einem Mechanikerjob oder aus irgendwas gekommen, haben sich halt selber weitergebildet mit ein paar Kurse und machen inzwischen dieselbe Tätigkeit wie ich. Also das Wichtigste ist der Wille und der Einsatz, dann bringt man es zu was. Ja, die wichtigsten Eigenschaften sind, also man muss mit Personal umgehen können, mit den Mitarbeitern, weil man hat trotzdem einige unter eben zum Führen. Und auch das Organisatorische muss ein bisschen laufen, aber das ist ja natürlich eine Frage der Zeit. Wenn man es lang genug macht und die Baustelle von klein bis groß wird, dann wächst man mit den allen mit und man tut sich da natürlich leichter.